In der Ausstellung in der Halle 50 im Mai geht es also zu dem Titel The Presence of Thetis, also die Anwesenheit der Thetis, zum Thema eines sehr alten Ozeans, der im Jura vor 200 Millionen Jahren existiert hat, zu dem Zeitpunkt, als der Superkontinent Pangaea begonnen hat, auseinanderzubrechen. In der Ausstellung werden sozusagen Versatzstücke oder vermeintliche Versatzstücke präsentiert, die den Betrachter in die Lage versetzen sollen, sich mit diesen schier unfassbaren Maßstäben, sowohl zeitlich, 200 Millionen Jahre, wie auch proportional, ein Superkontinent zerbricht, in Verbindung zu setzen und das in einer räumlichen, nonverbalen Erfahrung zu erleben. Also es geht vor allem um den Ringschluss, dass die Thetis und die Transformation, die sie sozusagen seit den 200 Millionen Jahren erfahren hat, nach wie vor da ist. Und sie ist nur in völlig anderer Gestalt in unserem heutigen Mittelmeer oder in Gebirgszügen in unserem Festland in Europa. Und diese Abgüsse bzw. diese vermeintlichen Reliquien sollen sozusagen diese Ambivalenz zwischen Zeit und Proportion und Raum zur Geltung bringen, weil es mir sonst nicht gelingt, das auf einer verbalen Ebene zu kommunizieren. Es sind zwei Techniken letztendlich, also es sind beides im Grunde Gipsplatten bzw. Gipsgüsse. Einerseits gibt es die Abformungen von sozusagen den Blättern, den großen Blättern, und andererseits gibt es die Enkaustik-Methode, die sozusagen man jetzt hier gerade hinter mir sieht. Und da wird sozusagen eine Gipsplatte gegossen und dann mit pigmentiertem Wachs heiß aufgebracht und poliert. Ich glaube, also die Arbeiten sollen auch gar nicht zu didaktisch sein. Man soll gar nicht so viel. Also es gibt sozusagen die Einführung in der Ausstellung und es gibt den Titel und es gibt sozusagen das Thema. Und es gibt aber natürlich sehr viele Metaebenen, auf denen es sozusagen eine Bedeutung entwickeln kann mit dem Betrachter. Und da will ich nicht so viel vorwegnehmen eigentlich. Genau.